Was ist der Vorteil für den Landkreis Heidekreis, dass das Corona-Testzentrum im Auftrag der Kassenärztlichen Vereinigung vom Heidekreis-Klinikum betrieben wird? Wir haben dadurch eine enge Vernetzung zwischen der ambulanten und stationären Medizin. Also eine sektorübergreifende Patientenversorgung. In Deutschland ist normalerweise die Patientenversorgung stark getrennt zwischen der ambulanten und der stationären Versorgung. Ein Patient kann also für eine ambulante Diagnostik ans Krankenhaus kommen und weiß so, egal ob er nun aufgenommen werden muss ins Krankenhaus zur Behandlung oder nicht, ob er mit einer Erkrankung infiziert ist oder nicht. Außerdem für uns hat es natürlich den Vorteil, dass wir in unserem Krankenhaus sehr, sehr viel kontrolliertere Bedingungen haben. Das heißt also, alle Patienten, die bei uns zur stationären Behandlung aufgenommen werden, sind vorher gesichtet worden und getestet worden auf die Erkrankung. Das verhindert die Ausbreitung schon im Vorfeld, vor Betreten der Klinik. Die Holländer machen das übrigens schon seit vielen Jahren für das Bakterium MRSA. Im Grunde genommen ist das eine ganz clevere Idee. Ein vorgeschalteter Filter. Müssen Patienten, die ins Krankenhaus kommen, Angst haben, dass sie sich mit Covid-19 anstecken können? Nein, das ist aber eine sehr wichtige Frage. Die Frage gefällt mir, weil ich glaube, dass sie eine ganz realistische Befürchtung zum Ausdruck bringt. Viele Patienten fürchten sich vor dem Krankenhaus als Ort, wo man sich anstecken könnte. Aber genau das ist eigentlich fast gar nicht berichtet. Also die Seuchen und Epidemien haben sich eher nicht von den Krankenhäusern ausgebreitet, sondern es war genau umgekehrt. Die Krankenhäuser waren Auffangstationen für Probleme, die anderweitig nicht beherrschbar waren. Wir haben also sehr gute Hygieneregeln in Deutschland, auch schon vor Corona. Das ist ja auch nicht die erste Infektionserkrankung, die in Wellenform über unser Land kommt. Wir haben eine saubere Trennung von infizierten Patienten, von denjenigen, die nicht infiziert sind, also von Corona-Patienten und Nicht-Corona-Patienten. Und wir filtern sehr sorgfältig. Also es ist nicht möglich, mit einem Verdachtsmoment auf eine Station zu gelangen. Man kommt immer erst in eine Quarantänestation, wird dort getestet, dann freigesprochen für eine weitere Versorgung in einem anderen Bereich. Wir haben keinen einzigen berichteten Fall, dass sich ein Patient bei uns im Krankenhaus von einem anderen angesteckt hat. Also die Hygieneregeln greifen, sind sehr effizient. Aus diesem Grund ist es ja auch sogar so gewesen, dass Pflegeheime uns gebeten haben, deren Patienten zu übernehmen für den Fall, dass eine Ansteckung auftritt. Also gefürchtet ist ein Ausbruch dieser Infektion in Pflegeheimen, weil dort die Isolationsmaßnahmen nicht so möglich sind wie im Krankenhaus einerseits und andererseits die Patienten oft alt sind, sehr alt, also Hochrisikopatienten für einen schweren Verlauf einer Corona-Infektion. Diese Pflegeheime haben uns gefragt, Mensch, ist es nicht sicherer, wenn wir gleich alle Patienten zu euch verlegen? Also in der Hand der Experten, der pflegenden Experten, ist der Krankenhaus der vorstellbar sicherste Ort für diese Erkrankung. Noch darf kein normaler Krankenhausbetrieb stattfinden. Mit welchen Beschwerden können Patienten ins Krankenhaus kommen? Natürlich ist das Geplante, also im Medizinischen sagen wir natürlich elektiv, also wir schaffen es ja immer, einfache Sachverhalte kompliziert auszudrücken, also geplante operative Eingriffe, ich sag jetzt mal der geplante Hüftersatz, wir wurden gesetzlich verpflichtet, das zu verschieben, aber selbstverständlich wurden wir nicht gesetzlich verpflichtet, einen akuten Herzinfarkt, eine Magen-Darm-Blutung, eine gravierende Krebserkrankung, die zum Beispiel zum Darmverschluss führt, nicht zu behandeln. Also ganz im Gegenteil, jemand, der akut Beschwerden hat, die vom Haus oder Facharzt nicht behandelt werden können, die müssen ins Krankenhaus kommen und diese Patienten werden auch behandelt. Und wir stellen eben sicher über unsere Quarantänestation und über die Testverfahren, die wir zur Anwendung bringen, dass ein Patient, selbst wenn er sogar beides hat, einen akuten Herzinfarkt und Corona, dass er trotzdem eine vernünftige Behandlung des Herzinfarktes bekommt und keinen anderen dabei ansteckt und selber natürlich auch mit der Coronavirus-Infektion auch behandelt wird. Also kurzum, ich würde unbedingt allen Patienten raten,
ein akutes Krankheitsgeschehen nicht zu verstecken. Also das darf nicht sein. Es darf nicht sein, dass unser Gesundheitswesen nur noch imstande ist oder der Eindruck vermittelt wird, ein einziges Krankheitsbild behandeln zu dürfen. Wir sind weiterhin Ärzte, Schwestern, Pfleger für alle Menschen. Und eben nicht nur für Corona-Betroffene, gleichwohl einige dieser Patienten schwer erkranken können.